Brauchen wir mal noch sowas hin, dann. Ein bisschen was davon. Bisschen Beleuchtung. Hallo? Straßen? Was können wir denn noch? Jetzt im Wintergarten wäre natürlich nice. Ist doch im Weg. Gefängnis kommt hier hin. Mir egal. Eigenmächtig wird hier nicht gehandelt. So, Gefängnis. Wann kann ich jetzt? LOL. Ach, das geht ja sowieso unten. Egal. Der Schnee ist weg. Das geht ja sowieso um mehrere Gefängnisse. Das Ding wird abgerissen. Machen wir das noch ein bisschen schneller. Und ich brauche noch ein Kind, das hier arbeitet. Die hier können dann alle auch noch hier arbeiten und das wird die Effizienz nochmal hochprügeln. Und sonst eben hier ein kleines Neubauprojekt. Also ich vorhabe jetzt auch voll durchzubesetzen. Ich denke, das können wir uns jetzt leisten, so eine kleine optische Sache. Zentrum kann ich kein weiteres bauen. Work is virtual.
euch ist auch kalt. Ich verstehe. Der Rest ist hier noch im Bau. Euch. Andere Aufgabe zugeteilt. Wir brauchen mehr Zeug. Die saugen jetzt hier ordentlich Holz raus. Sehr gut. Das werde ich nicht mehr lange dulden. Mit den nächsten Schwung an Leuten wird das hier voll besetzt und dann wird hier voll durchgedrückt. Genauso hier, das kann ich schon anmachen. Welche jeden Arbeitsplatz auf 100% hochsetzen, Arbeitsleistung. Stufe 3. $900 pro Arbeitsschicht. Bei 10. 10 Leute. 900. Das Ding macht 1100 und verbraucht auch 10. Ja, jetzt wird es natürlich besser. Das da drüben. Man verbraucht eben arsch viele Dampfkerne. Für mir jetzt mal um die Rechnung. Also ich brauche für 1800 Kohle, oder sagen wir mal für eins brauche ich 3 Dampfkerne. Damit kann ich 3 Automatrone bauen, die sozusagen ein hier besetzen könnten zur Hälfte. Was 600 sind. Ich könnte hier auch 30 Arbeiter einfach sparen. Ich denke, wenn ich noch einmal Dampfkerne finde, baue ich 3 Automatrone, stopfe die hier rein mit dann. Passt das schon. So. Und
sparen wir hier noch mal ein bisschen Kohle ein. Hier nicht, ja. Our leader calls us to work. Slackers will be severely punished. Das reicht nicht. Lass mich verarschen. Den ist noch kalt, ne? Ja, dann. Hup, hup. Bleibt das so? Oh, mehr Gesetze. Für den absoluten Notfall. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Langsam sehr, sehr, sehr gut. Unaufhaltsam. Ich will die besseren Heizkörper. Gib, 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 gib. Das ist ein Ingenieur. Wart's nur ab, es wird Haft schaffen. Ja, ja, aber ich kann sie ja einsperren. Den ist. Was ich mich frage. Wie zur Hölle kriegen die da die Kohle eigentlich rein? Und woher nehmen sie das ganze Wasser? Klar, hier liegt überall Schnee, aber schmelzen sie den ein, filtern den, dass das... Gut. Aber ich würde sagen, das Wasser mit dieser... Oh, Walfängerhütte stand da, oder? Da stand Walfängerhütte, oder? Uiuiui. Ui, ui. Mm, das wird ja lecker, das nächste Mal. Gut, ich würde sagen, ein paar Minütchen haben wir noch. Das bedeutet, wir verlagern schon mal alles um, so fürs nächste Mal, dass wir da nicht mehr viel machen müssen. Leute, die das Sammeln reicht. Jetzt ziehe ich auch noch mal ein paar Ingenieure ab. Backen ist auch wichtig. Das auch. Haben wir hier noch ein paar Ingenieure rumfliegen, die Kohle schaufeln dürfen? Ich glaube nicht.
Da oben sind noch welche. Ach, da dürfen wir Arbeiter. Ja, und dann würde ich sagen, alles soweit umverteilt, die Leute legen los, wir machen hier mit dem Overdrive aus. Um das Spiel vielleicht noch dazu zu kriegen, uns ein paar Einwohner zu geben, würde ich sagen. Bauen wir hier noch ein bisschen was herum. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, die sind unterwegs. Die sind alle unbesetzt. Wir haben mehr als genug Kohle erstmal. Hauen wir hier nochmal Rohstoffe ohne Ende raus. Das geht auf minus 80 runter. Na komm, wir warten nochmal das ganz kurz ab. Wie sieht's mit der Wärme aus? Das ist flächendeckend zu viel. Soweit sieht das ganz gut aus. Forschung haben wir auch drin. Das ist auch besetzt und beim nächsten Mal werden wir mal ein bisschen in unserer Stadt aufräumen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.